Meine Finger! Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4 Nuka World. Ganz genau. So, ich musste mal zurück zu World Take Among the Stars. Da habe ich einen Sternenkern übersehen. Ihr habt mir mehrere Räume gegeben, aber in den meisten Räumen war ich dann doch schon. Also ihr müsst die Videos schon zu Ende gucken. Oder das zweite Video. Da renne ich meistens nochmal zurück und guck mal, ob ich was übersehen habe. Also, bei Nuka Voltec im Sternenhimmel. Da müssen wir nochmal gerade hin. Da ist noch ein Sternkern. Meine Ladezeiten sind jetzt doppelt so schnell wie vorher, da ich jetzt einen neuen CPU sowie Mainboard und RAM besitze. Jetzt dürfte alles schneller gehen, endlich. Da, toll, oder? Geht einfach viel schneller jetzt. Sehr gut. So, wo bist du? Ich glaube, der will nochmal mit mir reden. Hey. Was gibt's, Boss? Hey, Boss. Was kann ich für dich tun? Nee, will er nicht. Außenverkommen wegschicken, vergiss es. Okay, der will doch nicht mit mir reden. Voltec Among the Stars. So. Und zwar hat mir schon wieder... Meistens vergesse ich die Namen, aber der Name hat sich ein bisschen eingeprägt. Similicious oder Simi. RCS hat mir geschrieben, dass ich hier ganz am Anfang, wo ich die Roboter abgeballert habe... Reise mit uns in die Zukunft. Hier einen Sternenkern übersehen habe. Da. Hier rein. Ah... Cool. Guck mal, hier ist sogar so ein Protektor-Ding. So, da ist er. Jetzt fehlen noch 5. Es fehlen noch 5 Kerne. Ich dachte immer, die Starcores, ja, sind für... Oh, warte, den Anzug habe ich vergessen. Sind für den Strom des Parks, aber sind sie ja gar nicht. Meine Güte, und ich rede die ganze Zeit davon. Oder ihr dachtet, ihr wisst, was ich tue. Dem war nicht so. Dem ist nie so. Ja, ich bin doof. Und ihr müsst das irgendwie gerade biegen. Deswegen, Wir müssen jetzt noch 4 Kerne finden. Es sind noch 3 oder 4 nicht im Park, im Markt. Und die anderen finden wir in den anderen Attraktionen, also in den anderen Parks. Ja, wir müssen, um den Strom zu aktivieren, in Nuka World müssen wir die Hauptquest verfolgen. Dann werden wir nämlich automatisch zum Generator-Kraftwerk gelotst. Und zwar müssen wir die große Tour machen. So, es gibt, jetzt muss ich das ein bisschen erklären. Es gibt ja 5 Parks. Und man gibt, verteilt diese Parks an die Raider-Gruppen. Das ist jetzt wichtig, also zuhören. So, man muss, am Schluss hat man meistens eine Gruppe, die einen hasst. Um das zu minimieren, weil es gibt, man kämpft nachher gegen diese eine Gruppe in diesem Kraftwerk, glaube ich. Man kann das angeblich ausbügeln, indem man, Folgendes macht. Also es gibt 5 Parks, ihr könnt die 5 Parks zuweisen. Ihr gebt 2 Parks einer Fraktion, die anderen 2 Parks einer Fraktion und eine Fraktion kriegt nur 1 Park. Das bedeutet, dass die dich später hasst. Man kann das ein bisschen ausbügeln, da gibt es eine Quest, dass sie dann mit dieser Gruppe dann, dass du mit der später überfallen gehst. So könntest du eventuell alle befrieden oder sicher gehen, dass wenigstens 2 Fraktionen freundlich gesinnt sind. So, jetzt haben wir eine Sache. Ich möchte eigentlich sowieso die Raider-Fraktion, die Jünglinge, loswerden. Die sind hässlich, die sind scheiße, die sind doof. Ich werde 3 Parks den Rudeln geben und 2 Parks den Unternehmern. Ich glaube, so machen wir das. Und das ist der erste Park, den wir den, wie heißt der nochmal? Den Rudel-Ding angeben. Ich glaube, Kitty Kingdom und Safari Adventure oder ich weiß es noch nicht. Also Nuka-Cola wird Rudel, genauso wie dieser hier auf jeden Fall. Also jetzt gehen wir erstmal die Fahne hissen. Wir gehen die Fahne hissen. So, wir sind ja schon hier oben, das ist schon mal sehr gut. Also die Starcores sind für was ganz anderes wichtig. Bitte nicht spoilern, wir werden es doch rausfinden. Ich denke mal, damit kann man dann die ganzen Raider leiten und koordinieren. Man geht ja später mit den Plündern. Und ich will bestimmt nicht mit den Jünglingen plündern gehen. Deswegen will ich diese, ich will sie einfach ausknipsen. Wir scheißen drauf. So, hier oben mal die Fahne, Entschuldigung. Die Jünglinge sind hässlich. Die sind die hässlichsten Raider hier im Park. So. Da. Jünger Unternehmer Rudel. Abgeschlossen. Weise eine Bande der Galactic Zone zu. Abgeschlossen. Sichere die Galactic Zone. Das haben wir geschafft. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal gerade zu den Rudelbeppos. Ah, ich habe gefunden, wo wir Vorkriegsgeld eintauschen können, ne? Komm, dann müssen wir... Habe ich das dabei? Abgeschlossen. Star Control. Yeah. Ist das Ganze abgeschlossen? So. Nee, eigentlich habe ich das so gar nicht abgeschlossen. Egal. Allgemein bla, bla, bla. Warte, wo bin ich denn jetzt? Achso, ich will Schrott. Vorkriegsgeld habe ich. Passt mal auf, passt mal auf. Es ist so toll. So, wir gehen zu The Palor, genau. The Palor. Und dann gehen wir nochmal zum Rudeltypen. Ich muss nochmal mit dem reden. Da gibt es den,
den Kompromisslos, oder wie das heißt. Oh, guck mal, was für eine Qualität. Du Official, ich habe irgendwo ein Buch übersehen. Ihr müsst mir auch immer schreiben, in welcher Minute ich an dem Buch vorbeilaufe. Ne? Also, dann laufe ich da nochmal hin. Irgendjemand hat das geschrieben, aber ich wusste nicht, welche Minute. Deswegen, so, die Unternehmer. Wo bin ich denn? Ach so. So, wir brauchen ja Münzen, ne? Ich habe so viel Vorkriegsgeld geholt. Dann können wir hier in Nuka Cade, da gibt's Arcade Games. Ich glaube, das ist aber auch alles aus. So, dann können wir hier Münzen holen. Ist das toll, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, mehr Münzen! Oh mein Gott, das kann dauern, Leute. Komm, wir machen jetzt hier alles voller Münzen. Oh, ist das geil, oder? Ich habe davon auch schon viele eingesammelt. Also, wir brauchen ein Vorkriegsgeld eigentlich nur für Nuka Cade. Nuka World. Nuka Cade. Token for Nuka World, Nuka Cade. Nuka World, Nuka Cade. Samurai Pizza Cats. Ich glaube, wenn wir da reingehen, da ist nichts. Wir gehen aber trotzdem mal rein. Guck, ich kann das so überlaufen lassen. Oh, guck mal. Oh mein Gott, ey. Kann man auch Münzen gewinnen? Oh, es verschwinden Münzen. Ich glaube, es verschwinden Münzen. Ja. Es verschwinden Münzen. Dann dürfen wir das nicht ganz voll machen. Dann nehmen wir mal gerade alle mit. Und das auch, und das auch, und das auch, und das auch. Nuka-Marke. Also wir haben auf jeden Fall genug Münzen. Ich muss mit dem Rudelführer sprechen, aber ich will mal gerade hier gucken. Nuka-Cade. Ich glaube, das ist alles deaktiviert. Wäre jetzt doof, wenn das an wäre und die anderen Sachen alle aus. Oh mein Gott, ist das schön hier. Diese Musik. Du bist der neue Overboss, oder? Ich bin der... Du hast Coulter aber eine ziemliche Lektion erteilt. Wer bist du denn? Und du bist... Beeindruckend. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand länger als ein paar Minuten bei Cola Cars überlebt hat. Na klar, du hattest ja auch etwas Hilfe. Gage hat dir alles gesagt. Ja, ich weiß davon. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich finde, Coulter hat genau das bekommen, was er verdient hat. Keine Loyalität gegenüber Coulter. Niemand mochte ihn. Blablabla. Ich bekomme langsam den Eindruck, dass niemand den Typen leiden konnte. Das ist so, als würde man eine Todeskralle eine Miezekatze nennen. Während Coulter an der Macht war, ging es mit dem Geschäft stetig bergab. Jetzt, da du da bist, könnten alle eine Menge mehr Geld verdienen. Wo wir gerade davon reden. Ich hoffe, du wirst auch was in der Nuka Cade ausgeben. Klar! Also ist das an oder was? Was ist das für ein Ort? Was genau ist das für ein Ort? Das ist mein ganzer Stolz. Das einzig Gute, was sich aus der Zusammenarbeit mit Coulter ergeben hat. Die ganzen Attraktionen und Spiele um dich rum funktionieren nur dank mir. Ich bin der Einzige, der sie zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Wenn ich sterbe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles auseinanderfällt. Und die ganzen tollen Preise, die man gewinnen kann. Ja, die hast du auch mir zu verdanken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vorsicht, wenn du dir weiter so auf die Schulter klopfst, fällt dir noch der Arm ab. Mach mal halblang, das ist alles, was ich habe. Okay, ich erkläre dir, wie alles funktioniert. Wenn du dann Lust hast zu spielen, super. Wenn nicht, auch gut. Jedes Spiel in der Nuka Cade funktioniert mit den ursprünglichen Vorkriegsmarken. Steck einfach eine in einen Automaten und los geht's. Wenn du genug Punkte sammelst, spuckt die Maschine ein paar Tickets aus, die du am Preisterminal gegen alles Mögliche eintauschen kannst. Wie kriege ich Marken? Das wissen wir schon. Soll ich raten? Verkauf mir Marken. Lass mich raten. Zufällig verkaufst du diese Marken. Ja. Aber du kannst auch anders an Marken kommen. Du bekommst Marken auch an den Vorkriegsmarkenautomaten in der Nuka Cade. Aber nur mit Vorkriegsgeld. Und wenn du dich ein wenig im Park umsiehst, wirst du bestimmt auch ein paar finden. Pass auf. Um dich offiziell in der Nuka World willkommen zu heißen, bekommst du von mir für den Anfang eine Marke. Toll, danke. Wie wär's mit zwei? Gib mir mehr sonst. Mehr als Geschenk geben. Ja, genau. Wie wäre es mit drei? Als Willkommensgeschenk für den neuen Overboss. Klar, warum nicht? Oh, ich hätte das dritte nehmen sollen. Ich baue darauf, dass wir uns von Anfang an gut verstehen. Tja, das wär's dann wohl. Wenn du was brauchst, dann lass es mich wissen. Oh, und vergiss nicht, das hier mitzunehmen, Boss. Soll ja keiner sagen, ich hätte dir nie einen Gefallen getan. Okay, alles klar. So. Hier sind noch mehr so Automaten. Guck mal. Wir brauchen noch ein paar Münzen. Wir brauchen noch ein paar Münzen. Oh, komm mal. Nuka Zapper Race. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das toll hier. So, wie geht das? Kann ich den nehmen? Also.
noch mehr Durstlöcher. Bingo. Ach, den muss ich benutzen oder was? Warte mal. Wir haben aber schon Durstlöcher. Ne, nicht den Löcher. Wo wollen wir denn hin? Komm, wir gehen hier nach rechts. Soll er drauf schießen? Ach nee, ich muss da drauf schießen. Verstehe ich nicht. Das funktioniert auch von selbst. Hä? Hey, ich hab Tickets gewonnen. Nochmal. Meine Finger! Oh Gott! Das ist auf jeden Fall schon mal langweilig. Wir bekommen immer nur 3 Tickets, das ist alles! Ich habe 243 Tickets, was ist unser Highscore? 3900, also brecht ihn mal! Ich will Screenshots als Beweis sehen. Willkommen zurück, Boss. Bandits Roundup! Ah, brauch ich eine Mikroautomatikpistole? Dingens. Ich hab Tak-Tak. Okay, wie geht das hier? Ach, wir sollen Ziel abknallen, kein Problem. Wie geht das da? Okay. Naja, ist ja nicht besonders schwer. Okay, es wird schneller. Nicht so schnell schießen, alle mal. Scheiße! Nein, daneben! Hab ich gewonnen? Ich habe keinen durchgelassen, das kann nicht sein. 9950. Ich habe einmal daneben geschossen, ne? Oh, ich habe einmal daneben geschossen. Wie viel haben wir genommen? 985. Ich glaube, ich habe einmal daneben geschossen. Das war lustig. Es geht weiter. Oh mein Gott, wir spielen eine Folge Nuka Kate. Oh mein Gott, roter Prügler. Ich muss den benutzen. Oh Gott, ich muss die irgendwo hier lassen. Roter Prügler. Ich kann mir die skillen vielleicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Boss. Red Menace, Wack-O-Com. Okay, los geht's. Krass. Ah, scheiße. Wow, irgendwas ruckelt hier. Okay, Red Menace. Sobald ich das anmache, habe ich enorme Frame-Einbrüche. Deswegen müssen wir das mal weglassen. Ist sowieso ein Scheißspiel. Ich hasse das. So, wie geht das hier? Ah, das ist eine Bullykugel. Nee, Basketbälle. Wie werfen wir denn nochmal? Wie werfen wir denn nochmal? Ah, mit L. Ah, okay. Ich hab's vergessen. Oh, das hasse ich auch. Ah, das gibt's doch nicht. Was für ein Kackspiel! Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ah! Ah! So. Doch, das muss gehen. Oh, guck mal, der alte Mann macht Punkte! Woo! Ich mag gar keine Punktgeräusche. Hup, achso, ich muss da Geld reinwerfen, Entschuldigung. Wow, ich bin der Beste in Hoopshot. Woo! Und
Wie macht man am meisten Tickets in Fallout Nuka World? Scheiße ist scheiße, aber ich hasse dieses Spiel. Ich bin der Beste. Woo! Versucht das zu überbieten. Wow, ein neuer Highscore. Woo! Weltrekord. Wow. Bling, 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 bling. 600, okay, na gut. Nuka World ist das. Okay, was ist das denn hier? Nuka Cade Preisterminal. Warte, wir sind noch nicht fertig. Warte. Was ist das denn hier? Oh nein, die sind out of order. Oh, Flipper, nein. Oh, das hätte ich so gerne gespielt. Oh, Rollers. Was ist das denn? Oh nein, schon wieder was zum Werfen. Atom Scooter Kugel. Ah, okay, das ist ganz okay. Ah, da sind noch mehr, guck mal. Wow. Wow. Huh. Ja. Huh. Die kommen auch wieder zurück, wie geil ist das denn? Ho, oh, scheiße. Ah, so geht's. Okay. Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Nein, 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 nein. Ah, scheiße, das kann ich eigentlich. Da sind noch zwei. Muss ein bisschen schneller sein. Oh nein, einer ist weg. Oh. Na gut. Es gibt ja noch mehr so Läden. Okay, was haben wir hier? Employees only. Aha. Oh, guck mal. Ein Starkern. Warte, ich habe irgendwo gelesen, da soll es zwei geben. Wir lassen den Strom mal hier drin. Ja, ich will den nicht irgendwie deswegen ausmachen. Wir lassen das mal an. Wir haben sowieso genug Fusionskerne. So, was ist das denn hier? Nuka Cade. Was ist denn jetzt los? Ah. Name eingeben. Willkommen in Nuka Cade. Hier können Sie Ihre Tickets gegen lustige und spannende Preise eintauschen. Geben Sie zu Beginn bitte Ihren Namen ein. Ticket einlösen. Wo gebe ich denn meinen Namen ein? Achso, Aldem habe ich. Ticket einlösen. Sie haben derzeit 0 Nuka Cade Tickets eingelöst. Möchten Sie Ihre gesamten Nuka Cola Tickets einlösen? Nein, ich habe. Oh, scheiße. War das so gut? Anzahl der Tickets. 4012 Tickets ausgeben. Preiskategorie 1. Was haben wir denn da? 50 Tickets. Paddleball-Schnur. Souvenir-Trinkglas. Souvenir-Plastikschale. Magnetkatze. Oh, hier kann ich die nochmal alle erwerben. Wie geil ist das denn? Preiskategorie 2. Souvenir-Magnetfrosch. Magnetblume-Teddybär. Magnet-Kuh. Faultier-Spielzeug. Magnetblume-Teddybär. Paddleball. Paddleball. Oh, Nuka Cola, Orange Wild Grape, Orange Victory. Oh, oh. Nuka Cola Victory Buff Out. Daytripper, was ist das denn? Kampfrüstung linkes Bein, Unternehmer schweres rechtes Bein. 2000 Tickets. Oh. Ist das eine Waffe? Ausgeben. Preiskrasse. Krasse 5. Impro Revolver, Säureverspritzer. Miniaturwaffe. Was ist denn der Säureverspritzer? Und 46.000 Tickets. Laser. Und das hier ist ein Säureverspritzer. 6.000 Tickets. Ich dachte, ich habe viele Tickets. Hallo, ich will meine Sachen haben. Ich hab's gekauft. Ah. Woo! Ich hab den Daytripper bekommen. Scheiße. Glück 3333. Wie lange denn? Zeit steht da. Stärke minus 2. Na toll, was für ein Kack, ey. Für 2000! Arschloch! Ah, oh, Mann, ich hab's auch abgegradet. Das habt ihr, glaube ich, nicht mitbekommen. Na gut. Okay, dann wissen wir schon mal, wie das funktioniert. Das ist doch sehr gut. Meine Güte. Meine Güte! Platz für das ganze Zeug vergeudest. Das ist keine Vergeudung. Ich will nochmal gleich mit dem reden. Sobald er glücklich ist, wechseln wir wieder zu Cade.
So, wir sind hier fertig. In Nuka Cade. Leute, das war Nuka Cade. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ja? Guck mal, der raucht. Wie geil ist das denn? Wir gehen jetzt weiter. Ich wollte unbedingt mit dem Rudelführer sprechen. Dann machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Haut rein.